So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Afterbirth. Und, Microphone activated. So, wir können mal kurz das machen. Beim letzten Mal haben wir das erste Mal Hash besiegt. Und wir haben momentan einen Winstreak von 2. Ihr seht ja schon, Hash haben wir mit Isaac besiegt. Ich würde sagen, wir können heute eigentlich nochmal eine Runde den Hash versuchen, weil ich habe da echt Bock drauf. Das hat echt eine Menge Spaß gemacht. Und, bevor das aber losgeht, na, wo ist es denn? Ich und mein Missing hat, ne? Das ist auch so eine Kacke hier. So, Missing hat. So, zack. Öffnen. Ich sollte mir das ins Gesicht tackern. So, wir spielen mit Judas. Naja, der gute Judas. Wir haben beim letzten Mal das Fahrtbaby oder so freigeschaltet. Das halt Schüsse blockt und gleichzeitig, die Möglichkeit hat, wenn sie Schüsse geblockt hat, zu furzen. Und das charmt irgendwie die gegnerischen Gegner. Gegnerischen Gegner? Ja, die Gegner. Und ja, finde ich auf jeden Fall ganz geil schon mal. Wir haben mit Judas, seht ihr ja schon, extrem viel Schaden. Wir gucken gleich mal, ob wir den... Das blaue Herz nehmen wir erst am Schluss mit. Oh, guck mal. Guck mal einer an. Wir bräuchten noch eine Bombe. Oh, zwei Bomben, das wäre sick. Wir können halt YOLOen oder wir machen mal so. Okay, das lassen wir erstmal noch liegen. Immer liegen lassen am Anfang. Oh Gott. Ich wäre beinahe noch gerippt worden. Okay. Ich bräuchte ein Leben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich verrecke? Sehr hoch? Nicht ganz so hoch oder ziemlich hoch? Wir springen mal hier weg. Luck up. Das ist schon mal ganz geil. Boah, ich habe keinen Bock zu verrecken. Das ist ungünstig. Aber ich will das blaue Herz eigentlich auch nicht schon mitnehmen. Na, wie hoch ist die Chance, dass ich hier verrecke? Eigentlich sehr gering. Ich laufe wirklich richtig dämlich in irgendeine Scheiße rein. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Man sollte immer vom Besten ausgehen, nicht vom Schlimmsten. So. Das hätten wir schon mal. Hier haben wir den Bra, Mams Bra. Den brauchen wir nicht. Immer die Items einmal mitnehmen, ne, damit die aus der Item-Rota verschwinden. Das habe ich, glaube ich, beim letzten paar Male echt verkackt irgendwie. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Nice, wir haben noch eine Bombe. Naja, immerhin wieder eine Bombe bekommen. Aber kein Schlüssel leider, das ist ein bisschen schade. Gut, rotes Herz haben wir schon mal. Das heißt, wir können uns das blaue aufheben. Und das vielleicht gleich mitnehmen. Wahrscheinlich dann erst nach dem Boss. Jo, oder auch nicht. Weil dann werde ich getroffen und dann ist RIP. Oder? Ja, wir nehmen das blaue Herz jetzt direkt mit. Ist ein bisschen kacke. Wir können mal gucken, vielleicht können wir hier noch den Zwiebelraum öffnen. Hm, dann haben wir sogar noch den Shop. Ah, fuck. Jetzt ärgere ich mich schon wieder, dass ich das blaue Herz mitgenommen habe. Oh shit, da oben ist auch noch ein blauer Stein. Fuck. Weiß ich noch nicht. Wir machen mal den hier kurz weg. Okay. Nehmen wir die Karte mit oder nehmen wir lieber ein blaues Herz noch mit? Die Karte ist halt ganz cool. Ach, wir nehmen das blaue Herz mit, aufgekackt. Oder? Ganz ehrlich. Wir können höchstens mal Folgendes machen und uns die Bombe kaufen und hier nochmal freispringen. Es könnte halt sein, dass hier noch was Cooles drin ist. Vielleicht haben wir Glück, ein paar Münzen. Es fehlt halt eine Münze. Warte mal, hier war doch noch eine. Ah, oh, können wir uns die Karte kaufen? Machen wir das? Ach komm, das machen wir. Die ist eigentlich ganz lustig. Zeigt uns halt die komplette Karte an, so den Umriss und vor allen Dingen zeigt sie uns den Zirkelraum an, den normalen Zirkelraum. Und das ist eigentlich ganz geil. Können wir direkt sehen, wo der Zirkelraum ist. Das ist wieder Riesen-Larry. Der kann eigentlich nicht viel. Muss man nur ein bisschen vorsichtig sein, der teilt sich nachher auf. Bei, glaube ich, 30% oder so. Ja. Aber dann kann man den sehr schnell ficken. Seht ihr ja. Und easy ist das Ding. So.
Was haben wir noch? Pageant Boy. Gibt da sehr viele Münzen. Und dann können wir in die nächste Ebene gehen. Ach scheiße, wir müssen uns ja beeilen. Ich trödel hier rum wie der letzte Hans. Oh Gott. Basement. Okay. Erstmal hier lang. So, wir werden jetzt ein bisschen hurry upen. Fucking Scheißhaufen, geht weg. So, okay. Da oben könnte der Secret, der Schatzraum sein. Nope, ist er nicht. Mitnehmen. Ich will auch nicht alles machen unbedingt. Okay, was haben wir hier? Bäh. Für zwei Bosse. Nicht so cool irgendwie. Jo, das war auch richtig cool. Zum Glück haben wir blaue Herzen. Okay, wir brauchen den Schlüssel, ne? Das ist irgendwie nicht so geil. Ich ahne schon wieder Schlimmes. Es sind aber auch viele Scheißhaufen, ne? Hey, ne Güte. Münze. Der Whipworm. Braucht man eigentlich nicht. Ist eigentlich eher nervig. Fucking Whipworm. Ich meine, der gibt mir zwar mehr Range, aber taugt irgendwie nicht so viel. Gib mir doch mal bitte einen Schlüssel. Das nervt richtig hart, dass wir keinen Schlüssel kriegen. Eine Bombe haben wir schon mal. Warte mal, seit wann haben wir eigentlich den Dings nicht aufgedeckt, den Zielraum? Ja toll, wir haben keinen Schlüssel. Ah, ist das ätzend. Oh mein Gott, ist das dämlich. Okay, wir müssen jetzt den letzten Raum auch noch machen. Super. Das ist super. Echt. The Rock. Wow. Das ist echt schön. Das ist echt... Oh mein Gott, ist das schön. Ich habe selten so gelacht. Wirklich. Wow. Yo, yo, yo. Geile Sache. Ich hoffe, wir kriegen hier noch einen Schlüssel. Oh mein Gott, ey. Wenn dich Monstro trifft, ey, dann weißt du echt, alles ist vorbei. Wenn dich dieser Lappenboss einfach trifft. Keine Ahnung. Okay, nice. Wir kriegen einfach gar nichts. Ist schön. Das ist echt sehr schön. So, runter. Nochmal Monstro. Ja, super. Nice. Komm schon. Nice. Tears up. Okay, wir nehmen das Pentagramm mit. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Oh, es ist so sad, dass wir keinen Schlüssel haben, ne? Holy shit. iPhone Pilz. Wir haben eigentlich einen super guten Damage schon. Keine Ahnung, diesen Schaden hatte ich bei vielen Runs erst am Ende. So, als ich schon bei Hush war. Wir müssen halt auch ein bisschen beeilen uns.
Alter, der Boss rennt halt nur weg, ne? Ach, komm schon her, du kleiner Wurm. Also. So, müssen wir mal gucken. Hier haben wir schon mal den hier. Shop. Okay. Ich meine, eigentlich hätte ich das noch nicht gebraucht. Ich hätte auch noch warten können mit dem Tour of Diamonds. Aber naja, so schlimm ist es jetzt nicht. Wir gehen mal kurz zum Schatzraum. Denn wir brauchten ja sowieso einen Schlüssel. Ich hoffe, da ist jetzt irgendwas Tolles drin. Wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, was Leben, Damage Up. Boah, das Item ist halt so Cancer, ne? Das ist halt echt schlecht. Was haben wir denn hier? Na? Pff. Was ist hier los? Warum brauchen wir so viele Schlüssel? Das ist ja super bad. Das ist echt super schlecht. Gefällt mir gar nicht gut. Okay. Nice. Das hilft uns halt gerade sehr. Okay, wir werden einfach permanent durch die Gegend geschleudert. Auch gut. Eigentlich nicht das, was ich haben will, aber gut. Bombe. Hm, können wir auf jeden Fall gebrauchen. Die Frage ist, benutzen wir das jetzt für irgendwas? Ja, benutzen wir hierfür. Sollen wir nochmal zum Shop gehen? Ja, ne? Ich meine, wir sind schon wieder so lahmarschig, keine Ahnung. Ich muss mich eigentlich mega beeilen bei den nächsten Ebenen. Ich kann mir das eigentlich nicht erlauben, so viel Zeit hier zu verschwenden. Weil wir wollen ja in 30 Minuten schon am Dings sein, beim Hasch, ne? Ist halt viel zu schlecht. So, Damage Up durch den Challenge Belt 8,71. Mit dem Book of Belial werden wir auf jeden Fall einen ordentlichen Damage Boost haben. Müssen wir mal gucken. Wir gehen mal zum Boss und dann schauen wir mal. 11,38. Heilige Scheiße. Das ist echt sick. Jo. Voll schön reingelatscht. Nice. Komm schon. Kein Teufelsdeal. Auch gut. Weiter geht's. Wir vergeuden jetzt nicht mehr so viel Zeit und springen einfach nach vorne. Denn das kann ja wohl nicht sein hier. Was ist das hier? Curse of the Maze? Ne. Fluted Caves. Oh Gott. Das ist auch schon wieder riesig, ne? Keine Ahnung. Guckt euch das an. Das ist auch schon wieder ein riesiges Teil. Mit zig Millionen Gegnern. Das, obwohl wir schon so viel Damage haben, ist da trotzdem schwierig, hier so schnell durchzukommen. Das ist echt ätzend. Muss halt schon übel greeden. Übel gierig spielen, damit ich hier schnell genug durchkomme, um das zu schaffen. Das ist halt mega ätzend. Okay, unten lang. Ich dachte hier vielleicht irgendwas. Aber wenigstens sind die ganzen Teile dann alle nebeneinander. Gucken wir hier rein. Puh, ey. Gut, dann sind Shop und alles beieinander. Das heißt, ich muss hier... Hey, ich hätte sowieso hier gucken müssen, weil eventuell wäre der Shop oder der Schatzraum dann da gewesen. Und dann hätte ich nochmal zurücklatschen müssen. Deswegen lieber direkt hin. Das ist halt richtig brechreizmäßig. Naja, immerhin haben wir viel Damage, ne? Das ist ja okay. So kann man wenigstens die kleineren Gegnergruppen hier sehr schnell erledigen. Schlüssel haben wir auch schon mal. Da ist der Schatzraum, sehr gut.
Mega Bean. Keine Ahnung, wir kriegen nur Müll. Wir kriegen halt echt nur Brühe. Brauchen wir jetzt irgendwas richtig Geiles im Shop? Weiß nicht, irgendein richtig sicker Scheiß. Ansonsten sieht das hier bad aus. Keine Ahnung, nur Müll. Nur fucking Müll. Okay, ich glaube, dass wenn ich getroffen werde, werden Sachen rerollt. Oh mein Gott. Ist das der komische? Naja, das ist noch der leichte, glaube ich. Ja. Ne, das ist doch nicht der leichte. Alter Schwede. Okay, was haben wir noch? Hier sind auch noch Gegner. Oh mein Gott. Ist das halt wirklich? Warte mal, jetzt gucken wir mal nach. Cracked Dice. Cracked Dice. Every time you get hit, you have a chance to activate an effect. Oh. Keine Ahnung, ob das worth war. Okay. Ach, keine Ahnung. Ich muss hier ein bisschen gambeln. Ansonsten wird das halt nie was. Jo, das ist eine geile Ebene. In so einer langen Ebene diese Gegner zu haben, ist richtig gut. Kappa. Oh Gott, wir haben nur noch ein halbes Herz, ey. Oh mein Gott. Also da habe ich kurz gedacht, ich überlebe es nicht. Ich brauche ein Herz. Ich brauche fucking nochmal ein Herz. Ach Gott, komm schon, Mate. Ich brauche ein scheiß Herz. Bitte lass da ein Herz dran sein. Natürlich ist da ein Gegner drin. Na also. Ah, wenigstens etwas. Ich mein Damage Up haben wir echt gut, ne? Ich meine, wir sind jetzt keine Horror mehr. Aber ist nicht schlimm. Wir können uns das easy wiederholen. Das ist nicht das Problem. Bomben, auch gut. Baby. Full health. Oh Gott, Mates. Was ist hier heute los? Okay, gehen wir mal weiter. Die Chancen auf den Teufelsdeal sind nicht so rosig. Halt sehr wahrscheinlich keinen zu kriegen. Ah, naja, wir gucken mal. Blaues Herz, sehr schön. Immerhin reduzieren wir damit die Chance, getroffen zu werden. Keine Ahnung, mit den Räumen hier, naja, da ist das halt irgendwie unmöglich, so schnell hier durchzurennen. Ist halt super Cancer. Irgendwas Tolles? Haha, Greed. Alles klar. Jo, nice. Zweimal getroffen worden von einem scheiß Gegner. Das ist sweet.
So, ab zum Boss. The Fallen. Das wird doch nichts. Das wird doch gar nichts. Heute habe ich... Ach, keine Ahnung. Ich glaube, heute ist einfach der Wurm drin. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal, wenn wir das hier nicht schaffen sollten, nochmal einen Greed-Mode machen oder so. Ich kriege irgendwie in diesem Run hier nichts hin. Ich versuche es natürlich trotzdem noch. Ne? Wir geben natürlich nicht instant auf. Aber das ist schon hart vercancert hier gerade. Und dann auch noch sowas. Für zwei Schlüssel komme ich in so einen Raum. Das ist doch ein Witz, oder? Feels Batman. Ja, das war's. Ich glaube, das war der schlechteste Run seit ewigen Zeiten. Manchmal kann man es irgendwie nicht... Ich weiß nicht, manchmal kann man es nicht erzwingen. Wir haben super viel Damage gehabt, aber wir kriegen halt kein Leben. Wir haben in den Schatzräumen nur Mist gehabt. Wirklich nur Mist. Beim ersten Boss hatten wir Pageant Boy. Dann hatten wir Meat. Also, oder wie gesagt, diesen Dogfood. Ah, es ist. Keine Ahnung, es ist nichts Tolles dabei gewesen, wirklich. Den ganzen Damage-Up hatten wir halt wirklich nur, weil wir den Challenge-Belt mitgenommen haben und weil wir das Mark mitgenommen haben. Und halt selber Judas sind und dementsprechend sehr viel Damage haben. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal, glaube ich, wieder einen Greed-Mode oder einen Daily-Run. Ich guck mal. Und schreibt fleißig in die Kommentare. Wir machen beim nächsten Mal den Daily-Run von Dienstag. Also von heute. Wenn ihr die Folge seht, von heute den Daily Run machen wir beim nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr den auch machen, könnt ihr mir eure Punkte reinschreiben. Also, bis zum nächsten Mal.